Hallo zusammen, hier ist wieder Jelan und heute wieder für euch in Battlefield unterwegs. Und zwar wollte ich euch eine weitere Folge von meinem kleinen Goldtagebuch präsentieren. Heute wollen wir wieder gucken, was wir die letzten 2 Wochen so an Gold gemacht haben. Und ich würde sagen, da starten wir gleich durch. Und als allererstes schauen wir wie immer einmal an, wo wir vom Gold her lagen. Ich kann das jetzt noch ein Tickchen größer machen, das wird ja immer hier moniert, dass das zu klein ist. Also wir sind jetzt mittlerweile in der Woche 1920. Ihr habt gesehen, die letzten Wochen habe ich es quasi nur noch alle 2 Wochen gemacht. Liegt einfach so ein bisschen dran, weil ich mit 8.3 für mich viel Zeug zu tun hatte und nicht so viel zum Goldmachen gekommen bin. Wobei es gerade besser wird. Das habe ich bald alle Mounts, alle Achievements und so. Und dann hat man natürlich wieder ein bisschen mehr Zeit. Heißt, wahrscheinlich werde ich in ein paar Wochen das Ganze wieder wöchentlich machen. Und ja, wir können mal reingucken für die Leute, die jetzt mit dem ganzen Format nichts anfangen können. Ich schaue immer, was ich so über die Woche an Boosting Gold gemacht habe und dann dementsprechend, was im Postkasten ist. Und das ist ja je nachdem, wie aktiv ich war und wie gut die Verkäufe liefen, dann doch immer ganz gut was. Wir haben am Anfang angefangen mit quasi null, weil ich mir da einen Haufen Sachen gekauft hatte aus dem Black Market und dann so gut wie kein Gold mehr hatte. Dann waren wir irgendwie in Woche 8, 9 bei über 20 Millionen, dann habe ich mir Spektraltiere für 17 gekauft, dann ist es wieder runtergegangen, dann habe ich mal 1 Million für für Rezepte ausgegeben. Ja, ich sammle auch Rezepte, der eine oder andere mag jetzt meinen, das ist eine Verschwendung. Ich habe gerne die Millionen ausgegeben und das hier ist übrigens immer in Tausender-Dingern, also die Zahlen heißt das 17 Ding, also 17.000, 17 Millionen, ne? Weil ich die Nulle habe ich mir ganz gern gespart. Genau, und jetzt sind wir quasi hier am Ende, Woche 17, 18 waren wir wieder bei 16,2 Millionen Gold. Und jetzt würde ich sagen, guck mal einfach rein, wo wir stehen. Ich war bei meinem Main Char, das ist der hier, und das hier ist immer quasi mein zweiter Account, war ich bei 8,6 Millionen. Jetzt schauen wir mal, was der Main Char jetzt hat. 9 Millionen und 11.000 quasi, also nicht sonderlich viel mehr, gerade mal so knappe 400k mehr. Liegt so ein bisschen dran. Ich war, glaube ich, unter der Woche bei 9,2, 9,3. Ich habe jetzt nochmal 200, 300.000 ja, investiert, einerseits, aber andererseits auch sehr viel für Transmog ausgegeben. Ich habe viel von meinen Berufen quasi wieder gecraftet und dementsprechend, ja, ging da einiges raus. Und ja, jetzt würde ich gucken, was wir da im Postkasten haben. Also ich habe wahrscheinlich die Woche über Boosting-Geschichten so Pi mal Daumen 600, 700k gemacht. Nicht sonderlich viel für die 2 Wochen tatsächlich. Und dann wieder ein bisschen was ausgeben. Es sind natürlich auch Pots, Flasks und so Sachen dabei gewesen. Wir schauen jetzt einmal in den Postkasten, was da drin ist. Da ging die letzten 2 Wochen tatsächlich ziemlich viel. Ihr seht, ich habe 171 Mails, was doch einiges ist. Das müssten alles Goldsachen sein. Und ihr seht, hier ist einiges an Gold dabei. Es wird schon angezeigt, 380.000. Die letzten Tage waren da auch schon mal 500.000 angezeigt, weil die Sachen, die ein bisschen mehr wert waren, jetzt mittlerweile hier hintergerutscht sind. Und ja, wir können mal gucken, was das alles so grob ist. Also 90% von dem Zeug, seht ihr hier, sind einfach Crafting-Sachen, Schmied und Lederer. Und die gehen teilweise ganz gut weg. Mal für 5.000, 6.000 Gold, viele für 2.000, 3.000, mal was für 9.000 dabei. Also es sind dann auch ein paar höhere. Hier zwischendrin habe ich auch noch so ein paar kleine Pets verkauft, die ich mit dem jetzt noch hatte. Normalerweise verkaufe ich die mit einem zweiten Account, aber die sind halt hier zwischendrin reingerutscht. Aber das meiste, was ihr seht, sind tatsächlich diese Crafting-Sachen. Manche sind immer ganz gut, was wäre, dann kriegt man fast 10k pro Teil und da macht man natürlich ordentliche Gewinne. Genau, dann haben wir hier einen Ring dabei. Den habe ich für 100k verkauft, minus Auktionshausgebühr sind wir jetzt bei 94.000. Ich war im NHC und habe den Achievement Run gemacht für die Achievements hier, Nyalota, und dabei ist ein Ring gedroppt für 45 mit Sockel, kein Corruption drauf, hab den in Sahar gehauen und irgendjemand hat ihn eine Stunde später für 100k gekauft. Ich hab's schon ein paar Mal im Stream gesagt, ich verstehe es nicht, wie man den für 45er Ring für 100k kaufen kann. Es ist einfach schwachsinnig, der kein Corruption hat. Aber gut, ich habe ihn verkauft, ich freue mich. Ich glaube nicht, dass da jemand den nochmal flippen kann und für mehr den los wird. Aber vielleicht, ne? Vielleicht irre ich mich da tatsächlich auch und ich habe zu wenig Ahnung. Ich persönlich glaube es nicht. Genau, das sind die 100k, sind natürlich nicht bei Berufen drin. Jetzt muss ich gucken. Ah, ich habe vorhin, ihr seht, ich habe schon wieder 48.000 minus gemacht. Jetzt bin ich gerade überlegen, was haben wir da wieder gekauft? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Jetzt relogge ich nochmal. Ich glaube, ich habe. Ah, genau, ich habe wieder Mats gekauft für ein Transmog-Item. Ihr seht, alleine hier haben wir schon wieder 50.000 minus gemacht, weil ich gar nicht weiß. Und ich habe mir die Endlos-Rune, habe ich mir auch noch gekauft gehabt. Für. Ja, von den. Ich glaube, die Rajani sind. Da gibt es eine Endlos-Rune. Also wahrscheinlich habe ich
die letzten ein, zwei Wochen eher 400.000 ausgegeben und man merkt es gar nicht so, wenn man wieder durch Boosting oder irgendwas reinholt. Es geht natürlich raus, wenn man dann ständig im Aha ist, irgendwelche Transmog-Sachen kauft, irgendwelche Berufssachen. Und ich bin da jetzt auch demnächst am Planen, da ich jetzt so gut wie alle Rezepte habe, die Schmied und Leder betreffen, ob ich auch mal in den Transmog-Markt einsteige, in den älteren, und da versuche, ein bisschen Gold zu machen. Das werde ich dann aber alles mal auf einen eigenen Char schicken und da einfach mal ein bisschen gucken, was geht, was nicht geht. Da kann ich euch zum Beispiel auch was zeigen. Zum Beispiel hier bei Lederer, nicht gesammelt. Ich habe alle Rezepte, die es gibt, quasi. Und da sind auch viele Rezepte, zum Beispiel hier, da zeigt mein Addon an, dieses Item gibt es nicht mehr im Spiel. Das kannst du quasi nur noch haben, wenn dementsprechend du das Rezept damals in Classic Burning Crusade so gefarmt hast. Und da gibt es relativ viele so Items, die hier zum Beispiel der Umhang ist auch so, und da sind viele dabei, die es nicht mehr im Spiel gibt. Und dementsprechend, seht ihr hier einen Market Regent Preis, ist das 44.000, und da gibt es ziemlich viele, die so, die richtig, richtig teuer sind, wo man riesige Gewinnspannen hat. Ich auch hier das Item, ne? 40 Gold Herstellkosten, 6k im AH, ist halt die Frage, verkauft sich das, ne? Im Moment mache ich tatsächlich hauptsächlich Gold mit, ja, mit aktuellen Gear-Sachen. Genau, jetzt würde ich sagen, jetzt sind wir hier wieder auf Null. Packen wir das mal alles raus, das ganze Gold hier, die 380k, die da angezeigt werden. Und schau mal, was insgesamt hier dabei ist. Also ich schätze, da ich ja die letzten Tage die teuren Items schon angezeigt bekommen habe, es müsste irgendwas zwischen 6 und 800.000 sein. Grobe Schätzung meinerseits. Ich hoffe, dass es nicht weniger ist. Also ich glaube, 550 müssten es auf jeden Fall sein. Und ja, ich habe dann nämlich noch ein Item verkauft. Und zwar, sieht man das hier, der grausige Grill. Den habe ich mir schon eine. Seit einer Weile, ich habe den glaube ich mittlerweile fast ein Vierteljahr im Auktionshaus. Das sind halt Pets, die gehen nicht so gut weg. Und ihr seht, ach so, den packt ihr jetzt auch gleich raus. Hier sind nämlich einfach noch mehr von diesen ganzen Items da. Hier unten werden jetzt nochmal 460.000 angezeigt. Also sprich, da ist schon nochmal einiges drin. Und das sind halt auch alles wieder Craft-Items. Ich habe auch mit dem Chart tatsächlich relativ oft jetzt neu hergestellt. Und also gerepostet, wieder aus dem Haar rausgenommen, wieder neu hergestellt. Und das wirklich in einem ziemlich großen Maße. Warte mal, was haben wir denn hier? Hier ist auch nochmal irgendwas. Ach ne, okay, das war der Ring, genau. Für 400k. Also mit dem habe ich schon sehr, sehr oft gerepostet und das merkst du einfach. Und es ging extrem viel Expulsum raus. Also ich habe auch sehr viel Gold in Expulsum investiert. Ich habe mal 15.000, 20.000 Stoff gekauft, um einfach wieder Expulsum herzustellen. Und dann hast du halt natürlich auch mal 20, 30, 40.000 Gold, was du in Stoffe investierst, um einfach wieder Expulsum schaffeln zu können. Also das ist natürlich dann auch nochmal ein größerer Betrag, den man da aufwendet. So, was ist hier? Da ist irgendwie noch ein Item, das nicht rausgenommen worden ist. Gut, passt. Also, was haben wir jetzt eingenommen? 785.000 Gold war ich mit meiner Schätzung irgendwas zwischen 600.000 und 800.000 relativ gut dabei. Fast 800.000 haben wir quasi jetzt alleine mit diesem einen Char gemacht. Und ja, das kann sich sehen lassen. Jetzt sind wir fast wieder am Goldcap hier mit dem Char. 9.797.000 heißt 200k. Dann sind wir tatsächlich am Goldcap. Dann muss ich wieder was wegschicken. Dann wird es nämlich wieder eng. Ich habe nachher noch einen Kunden für Inselcap. Heißt, da werden wir auch noch ein bisschen was verdienen. Und ja, wer sich fragt, was ich so Boost-Sachen anbiete, ich habe da eine eigene Boost-Community. Der hört sich größer an, im Endeffekt booste nur ich Sachen, aber das hört sich besser an, wenn man sagt, ne? Also wenn man quasi von sich behauptet, ich bin Unternehmer und quasi selber nur irgendwelche Sachen verkauft. Naja, egal. Auf jeden Fall, da booste ich halt verschiedene Gedönse. So, jetzt gucken wir aber auf meinen zweiten Account und zwar mein erster Char. Das ist hier mein Char, wo ich den ganzen Crap hinschicke, seht schon im Auktionshaus, hier im Inventar, dann Haufen Zeug und noch mehr Sachen hat er hier. Wenn wir hier mal runterscrollen, ihr seht, also das sind halt ewig viele Sachen hier drin. Ich weiß nicht, der hat über 1000 Sachen, ne? Hat alle möglichen Geschichten, die ich denke, okay, das kann man vielleicht irgendwie verkaufen. Hat irgendeinen Goldwert, der jetzt nicht bei 5 Gold liegt. Und dann haue ich es halt immer wieder ins Aha rein. Und das ist halt zu 90% irgendein Crap-Zeug. Ja? Aber auch dieses Zeug verkauft sich. Ihr seht, wir haben jetzt innerhalb von 2 Wochen relativ viel Gold für den Crap-Char gemacht. 200.000 Gold ist hier drin. 99 Mace, gerade das noch reingeht. Ihr seht, das ist halt viel Kack. Irgendwie so ein Meerestrank für 2 Gold. Schnapper für 70 Silber. Dann irgendein verderbtes Auge für 1000 Gold. Hier irgendwie, ich glaube, das ist auch ein Pet für 1000. Dann so ein Reflektionsdinger für knappe 90. Hier irgendein Transmog für 8k.
da wieder irgendwelche komische Seide für 1000 Gold. Also es ist einfach alles Mögliche an Crap-Zeug aus allen Expansions. Und das Zeug farm ich nicht aktiv, sondern da ich für mich selber irgendwie Transmog farm, fällt was ab. Im aktuellen Content fallen Sachen ab. Das sind irgendwelche Mods vom aktuellen Content, irgendwelche alten Pets. Also alles Mögliche an Crap, der rumliegt, wird auf den Char geschickt und immer wieder ins AH reingehauen. Hier haben wir eine Nachbildung für 19k verkauft, noch eine Nachbildung für 19k, irgendeinen anderen Gürtel für 5k. Hier haben wir irgendwie so ein Transmog-Teil für 71.000 verkauft. Das ist eher selten, dass die so teuer rausgehen. Aber da muss ich halt sagen, ich habe halt 1000 Transmog-Items im AH, die mehr oder minder was wert sind. Und ab und an gehen die raus. Und wie gesagt, ich farme die nicht, das würde ich auch keinem empfehlen, sondern einfach nur das Zeug, was ihr macht, quasi nebenbei abwirft und das von Char schicken und einfach immer wieder reinhauen. Und dass ich 200k rausziehe, ist eher selten tatsächlich mit dem Crap-Char. Aber ein bisschen was kommt immer rum. Und ja, das ist ganz nett. Und das können wir auch jetzt hier an der Stelle wieder aus dem Postkasten rausnehmen. Da ist wirklich alles Mögliche dabei, ne? Man muss aber immer so ein bisschen bedenken, das Einstellen und das Rausnehmen aus dem Postkasten zieht sich. Jetzt kann man ja zumindest 100 Items im Postkasten haben, dann geht es tatsächlich, dass du 1000 wieder ins AH haust, aber es ist trotzdem eine Zeit, ne? Und ich mache das tatsächlich auch nur, weil ich einen zweiten Account habe. Spiele ich auf dem ersten Account ganz bequem was und dann klicke ich auf dem zweiten Account auf den Postkasten, der packt mir alles rein. Dann drücke ich aus quasi Auktionshaus-Mount, hau das wieder alles rein, muss halt auch nur einmal drücken. Das ist dann ganz angenehm. Aber das dauert nebenbei schon eine halbe Stunde Minimum, bis da alles wieder drin ist. Ne? Also das ist auch eine Zeit. Dadurch, dass ich das auf dem zweiten Account mache, ist es gechillt. Aber jetzt so davor hocken, da wird es sich tatsächlich nicht lohnen. Okay, das haben wir jetzt alles rausgepackt. Jetzt machen wir das bloß hier am Ende noch sauber. Warum ist das jetzt nicht gelöscht? So. Ja, also dafür, dass der Char hier einfach nur Crap ins Auktionshaus haut, hat er schon 1,3 Millionen jetzt über die Zeit gemacht. Das ist, wie ich finde, doch ganz nett. Ich würde sagen, wir loggen jetzt weiter. Und zwar auf einen, der wirklich was produziert. Das ist jetzt mein Monk. Und zwar ist das mein Schneider-Char, beziehungsweise mein Char, wo ich auch noch VZ habe. Da shuffle ich auch relativ oft das Expulsion. Also stelle die Armschienen her, schicke die grünen Armschienen zu den Chars, die das Expulsion brauchen, und die blauen, die disse ich halt. Deswegen habe ich auch mit dem relativ viele Kristalle. Die verkaufe ich dann direkt im Auktionshaus, beziehungsweise auf der Hordenseite mit meinem Horden-Char, da mache ich das ja auch. Da habe ich die höheren Rezepte, da crafte ich dann teilweise auch, ja, teilweise crafte ich dann auch VZs, beziehungsweise sowohl mit dem Horn-Char als auch mit dem tue ich auch diese Zauberstäbe ab und an craften. Die kann man auch verkaufen, braucht man auch Expulsum, sind halt dann auch 400er Item-Level. Wobei der Schneider-Ding-Char, der wirft tatsächlich nicht so viel ab. Also das ist eigentlich immer eher so ein bisschen eine maue Sache. Also Schmied und Lederer kommt tatsächlich mehr rum. Jetzt schauen wir mal, was der hat. Naja, immerhin auch 172.000. Und ihr seht hier, natürlich, das sind die ganzen Craft-Items, aber die sind meistens hier nur so 1000, 2000 Gold wert. Viel mache ich tatsächlich auch über die VZ-Sachen. Ihr seht, ich habe mal hier 500 Splitter verkauft, 300 Staub, 1200 Splitter. Also da kommt sehr viel Splitter und Staub rum, weil ich halt extreme Mengen, wirklich extreme Mengen shuffle. Also das sind teilweise in der Woche shuffle ich 100.000 Stoff weg, wenn nicht sogar mehr. Ja, weil ich halt einfach für meine ganze Produktion dieses Expulsum brauche. Das sieht man halt hier auch an dem Staub und an den Splittern. Also, dass ich da mehrere tausend verkauft habe. Ne? Ja, nehmen wir das mal alles raus. Sind auch wieder über 170.000 Gold. Kann man, denke ich mal, ganz gut mit leben. Ich frage mich, was ich am Ende der Woche jetzt verdient habe. Über Boosting, wie gesagt, da ich jetzt auch wieder einiges, ich hätte jetzt fast gesagt reinvestiert, aber eigentlich eher gewastet in Transmog, das ich selber für meine eigene Sammlung brauche, ist es leider nicht ganz so viel. Aber ja. Besser als nichts. Ein bisschen kam über Boosting auch rum. Und ich finde immer so, nach und nach kann man sich ja Sachen kaufen. Vor allem, ich halte das mit diesem Transmog-Zeug immer so, dass ich immer die günstigen Sachen aus dem AH so über die Zeit wegkaufe, beziehungsweise mir jetzt auch die Sachen selber crafte. Ne? Nicht, dass ich sie dann irgendwann im AH kaufe und ich könnte es mir halt eigentlich für den Minimalbetrag quasi selber bauen. Das will ich immer so ein bisschen vermeiden. So, dann würde ich sagen, locken wir mal weiter. Und zwar einen Char, den ihr jetzt eine Weile schon nicht mehr gesehen habt, den ich immer ausgelassen habe. Das ist hier mein Hunter. Und mit diesem Hunter habe ich Inji und Juve. Und ich sage euch ganz ehrlich, mit Juve mache ich im Moment gar nichts. Das Problem ist, Juve kann keine Vierter-Item-Sachen herstellen. Er kann sich nur selber Ringe herstellen, die sehengebunden sind.
Aber der Inji kann Sachen herstellen. Ich glaube, der Juge kann 310er Ringe herstellen. Die habe ich mit 8.2 noch hergestellt. Aber ehrlich gesagt, wer kauft denn jetzt noch 310er Ringe? Das macht einfach keinen Sinn, ja? Vielleicht haben die Leute deswegen mein 445er Ring gekauft, weil es keine 400er Ringe gibt. Das könnte vielleicht eine Erklärung sein. Egal. Auf jeden Fall baue ich die Inji-Sachen. Und da gibt es zwei Dinge, auch 400er. Einmal ist eine Flinte, soweit ich weiß, und einmal ein Streitkolben. Und das habe ich sehr lange schleifen lassen, weil es halt eigentlich nicht gut ging. Aber jetzt hier auf Antonidas, muss ich sagen, verkaufen sich die tatsächlich. Und ihr seht teilweise, also gut, hier sind ein paar für 3K weggegangen, aber hier sind auch einige für 10.000 Gold weggegangen. Und da habe ich eine gute Gewinnspanne. Ich weiß jetzt nicht, was die Kosten etwa sind pro. Ich würde irgendwas sagen, vielleicht 1.000, 1.500 Gold Herstellkosten, wenn überhaupt, und dann für 10K verkauft, ist eine schicke Sache. Ist nicht viel, ne, weil du nur zwei Items herstellen kannst, aber immerhin 76.000 Gold. Und damit habe ich erst letztens angefangen, vor ein paar Tagen, die mal herzustellen, weil ich mir dachte, komm, jetzt schaust du mal, ob sich der Markt wieder lohnt, ob du was verkauft kriegst. Ich habe mit dem monatelang nichts verkauft, ja. Und jetzt bin ich wieder in den Markt eingestiegen und es lohnt sich tatsächlich, ne, weil über 70.000 haben oder nicht haben, ist halt eine Sache, ne, ganz klar. Und dann den letzten Char, den ich hier auf Antonidas habe, das ist hier quasi mein Hexenmeister. Und mit dem habe ich Alchi, das ich tatsächlich auch nicht nutze, und Inschriftenkunde. Ich nutze ja hauptsächlich Inschriftenkunde. Man könnte Alchi nutzen und sich die Rang 3 Tränke holen, was ich bis jetzt immer noch nicht gemacht habe. Asche auf mein Haupt. Aber ich weiß nicht, dieses Gamblen. Ich habe mir ein Rang 3 Rezept geholt. Und habe ein bisschen ein paar Sachen hergestellt und ich habe Minus gemacht. Und dann habe ich schon keinen Bock mehr auf dieses blödige Gamble, dass ich Multiprox krieg, weil du machst halt nur Gewinn mit den Tränken, wenn du Multiprox kriegst. Wenn du halt kein Glück hast, nur Pech hast, dann kriegst du keine Multiprox und du zahlst halt drauf, ne? Weil wenn du ganz normal für die Mats einen Trank herstellst, dann machst du mit jedem Trank Minus. Du musst diese Prox kriegen. Und das ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Da machen viele viel Gold mit, keine Frage. Ist wahrscheinlich auch eine gute Möglichkeit. Mir ist es zu blöd. Genau. Aber deswegen haben wir jetzt hier hauptsächlich, wie ihr seht, hier die Compendium-Dinger hergestellt, und zwar wirklich in ha Haufen. Und auch, ich bin auf die Kriegsrollen gegangen. Ihr seht, zwischendrin sind auch immer ganz gut was an Kriegsrollen, damit kann man auch gut Gold machen. Im Moment ist es gerade ein bisschen schwierig, weil die Kräuter extrem hochgegangen sind. Also dieses Nasjatar-Kraut kostet jetzt irgendwie 40 Gold pro Stück. Da müsste ich ein Kompendium für über 3000 Gold verkaufen, dass sich's lohnt. Ihr seht, hier oben sind die Zahlen höher: 8000, 4000, 8000, 4000, 5000. Also hier wird sich's tatsächlich trotzdem lohnen, die Kräuter zu kaufen. Hier am Anfang, das ist jetzt schon 14 Tage her, ne? Da habe ich die noch für 2000 verkauft. Da waren aber die Kräuterpreise noch bei 15 Gold, ne? Da hat sich auch das noch gelohnt. Aber du merkst, die Kräuterpreise sind hochgegangen und dementsprechend sind auch die Kompendiumpreise hochgegangen. Was gut ist, dann kann man theoretisch trotzdem noch die Kräuter kaufen. Ich muss aber sagen, ich habe noch genug Kompendien im Aha, sodass ich jetzt erstmal abwarte, schaue, dass die Kräuterpreise wieder runtergehen, weil 40 Gold pro Kraut ist halt schon tough. Da bin ich ja schon fast überlegen, ob ich selber farmen soll. Das ist schon echt tough. Und übrigens, nicht nur auf Antonidas sind die Kräuterpreise hochgegangen, sondern tatsächlich auch auf Blackmoor. Ich müsste mal noch ein paar andere Server gucken, aber ja, ich denke, da stecken so Kartelle dahinter, die sich abgesprochen haben, die Preise oben halten, vermute ich, ja. So, dann haben wir jetzt hier auch 1,5 Millionen mit dem Char und können weiter loggen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal auf Blackmoor rüber. Und zwar fangen wir mal oben an mit meinem Teller. Achso, wir können schon mal das Gold eintragen. Fällt mir gerade ein. Ach, schau mal, wir haben schon wieder was verkauft hier. Aber das zählen wir dann beim nächsten Mal rein. Wir haben hier 9.797.000, also 9797 haben wir jetzt hier. Ja, also alleine hier haben wir eine Million plus gemacht. Kann man nicht sagen, ne? Ich glaube, ich habe auf dem zweiten Account aber auf Equin auch was geboostet und habe es auf dem zweiten Account angenommen. Deswegen, ich glaube, 200 oder 300.000 müsste ich auf dem zweiten Account ohne Berufe gemacht haben. Wenn ich das einfach auf dem Char lasse, weil ich quasi auf dem zweiten Account da das Gold habe, mit den ganzen Twinks, dass ich es auf dem Main-Account nicht rumliegen habe, weiß ich nicht. Einfach, dass ich die bessere Übersicht habe, ne? Genau. Also haben wir da tatsächlich jetzt ein bisschen Gold auf dem zweiten Account, der nicht auf Berufe zurückzuführen ist. Sonst ist tatsächlich alles auf dem zweiten Account auf Berufe zurückzuführen. Aber gut, das paar bisschen Gold hin oder her ist dann auch wurscht. Genau. Achso, jetzt schauen wir mal, haben wir schon eingeloggt. Wunderbar. Ich habe jetzt bei dem Char hier angefangen. Der ist hier Inji und VZ. War ja früher mein Raid Main die ersten zwei
Contents, aber seitdem, also seit BOD, habe ich den jetzt nicht, tatsächlich nicht mehr gespielt, deswegen hat er nicht so ganz geiles Gear. Mit dem habe ich jetzt auch angefangen, ein bisschen Items ins AH zu hauen, sowohl hier die Ingi-Sachen, aber hier sind die tatsächlich nicht so viel wert, wie ihr seht, gerade mal 2,7. Also das ist jetzt nicht das große Gold und auch ein paar Splitter. Mit dem habe ich auch viel Crap im AH, deswegen habe ich das sonst immer drin gelassen, also beziehungsweise immer komplett gleich rausgenommen, das Gold. Und jetzt ist es halt so, dass ich mal die Einstellung reingehauen habe, nein, bei dem will ich das Gold aufspeichern, dass ich es im Video mit zeigen kann. Habe ich jetzt aber erst vor ein paar Tagen gemacht, deswegen ist da jetzt nicht viel drin. 50.000 haut uns jetzt nicht um tatsächlich. Wie gesagt, hauptsächlich die Ingi-Items, ein paar Splitter. Auch hier natürlich auch shuffle ich mit dem. Ne? Hier werden die ganzen blauen Sachen dann entzaubert. Dann schauen wir mal weiter und zwar auf meinen. Was haben wir als nächstes? Ach ja, der hat Schneider und na, Trinkets, also Inschriftenkunde. Da können wir dann gleich nochmal reingucken. Und dann müssen wir mal schauen, was wir overall gemacht haben, beziehungsweise danach haben wir noch einen Char. Wir waren das letzte Mal bei 16,2 Millionen. Also ich denke mal, auf 17 sind wir auf jeden Fall ja schon hier durch den Plusbetrag. Vielleicht kommen wir sogar Richtung 18. Und für die Leute, die nicht wissen, was ich mit dem Gold mache, ich will mir Kartenspiel-Mounts kaufen, also diese Trade Skill, nee, nicht Trade, diese Kartenspiel-Mounts, wo zum Beispiel auch der Spektraltiger dabei ist, also und jetzt als nächstes will ich mir halt das Magic Rooster Egg kaufen, also den Hahn. Ja? Das ist das Letzte, was mir noch fehlt. Der ist aber nicht ganz günstig, kann ich euch sagen. So, was haben wir hier so gemacht? 265.000 ist okay, ist jetzt nicht übermäßig. Wie gesagt, hier hauptsächlich Kompendium-Dinger und halt Stoff-Items, das nehmen wir jetzt mal alles raus. Und ihr merkt schon so ein bisschen, mit dem Main habe ich mit Abstand am meisten verkauft, weil ich mit dem die ganze Zeit online bin und in verschiedenen Abständen am Tag immer wieder gerepostet habe. Das mache ich mit diesen Twinks tatsächlich nicht. Und das macht so viel aus. Ich tue es jedes Mal schon nochmal runterleiern. Einmal am Tag einstellen, bringt euch nicht die guten Verkäufe. Das ist leider so. Weil 10 Minuten, Viertelstunde später stellt jemand anderer ein, überbietet euch oder unterbietet euch überall und das war's halt. Dann wird von euch nichts verkauft oder nur wenig verkauft. Ne? Und das ist halt immer das Problem. Deswegen muss man eigentlich bei dem Business ständig hergehen, wieder einen Cancel Scan machen. TSM bietet sich da an, da zeigt das nämlich an, was unterboten wurde und wieder neu reinposten. Klar, ihr habt nochmal die Auktionshausgebühren, brauchen wir nicht drüber reden, das ist natürlich auch ein Punkt. Aber es lohnt sich tatsächlich, weil dann verkauft ihr mehr. Ne? Da seht ihr tatsächlich den Unterschied. Bei meinem Main habe ich doppelt so viel verkauft. Und es ist jetzt auch nicht so, ob ich den ganzen Tag mit dem Main nichts anderes mache als Cancel Scans. Meistens komme ich halt erst abends gegen 6, 7, 8 nach Hause und tu dann vielleicht ein, zwei Mal, dreimal das machen. Jetzt am Wochenende ein paar Mal öfter tatsächlich, zumindest mit dem Main. Aber mit den Twinks stelle ich es meistens einmal rein und mache vielleicht noch einmal einen Cancel Scan und stelle es neu rein. Ist eigentlich zu wenig, ja. Aber ich mache noch ein paar andere Sachen mit denen, camp noch ein paar Rares und so. Und das ist halt einfach eine Zeitsache. Sobald ich mal alle Rares weg habe und alles fertig habe, kann ich eigentlich den zweiten Account nur noch so fürs Gold machen benutzen. Dann werden wahrscheinlich mehr Cancel Scans drin und wahrscheinlich mache ich damit auch mehr Gold, wenn dann auch noch die Nachfrage da ist. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt noch weitergeht mit 8.3, ob dann noch viele Leute Twinko spielen, ob sich den mit den 400er Items gieren wollen oder ob dann eher das langsam so abflacht, dass so ein bisschen das Content-Loch ist, dass weniger Leute spielen. Das kann natürlich auch immer sein. Und dann wirst du natürlich auch weniger verkaufen. Das muss man dann ein bisschen im Blick behalten, wie viel man quasi noch an Items herstellt, im AH hält. Ich mache es im Moment so, dass ich immer von allen 5 drin habe, wobei ich jetzt am Überlegen bin, ob ich hochgehe auf 10. Ne? Gut, jetzt haben wir hier meinen Schmied Lederchar und ihr seht, der hat nochmal ein gutes Stück mehr als der letzte jetzt. Der hat 364k. Deswegen sage ich echt, Schmied Lederer ist die Kombi, die meines Erachtens eigentlich fast am meisten Gold bringt. Vor allem die Waffen gehen sehr gut weg. Die 400er Waffen, die gehen meistens für 6, 7, 8, 9, 10.000 Gold. Ich habe teilweise schon für welche über 10.000 Gold verkauft. Und da machst du tatsächlich echt gut Gold. Also die Schmiedewaffen, das ist eine schöne Sache. Leder ist auch immer ganz gut. Da macht man auf jeden Fall dick Gold. Oh, ich habe so ein bisschen ein Gefühl, wenn ich hier so die Zahlen sehe, die Hunderttausender-Zahlen. Wir müssten eigentlich auf die. Schau mal, hier habe ich ein. Was ist denn das? Ein Schild habe ich für 19.000 verkauft. Das. Irre, irre. Da sind die Herstellkosten nicht höher als für die anderen Sachen, die hier 200, für 2000 Gold weggegangen sind. Also alles, was da mehr ist, ist einfach mehr Gewinn. Da sind die Kosten nicht höher tatsächlich. So, das packen wir auch noch raus. Jetzt sind wir auf Blackmore auch schon wieder auf 3 Millionen Gold. Das freut uns natürlich.
Heute ein Kollege gefragt, ob ich auf einem Horden-Server gut Gold habe, weil er sich den Bronto kaufen will und dann den Goblin nehmen will, dass er weniger zahlen muss, hat er mir gesagt. Aber leider, 4,5 Millionen habe ich dann doch nicht auf einem Char. Aber mittlerweile 3,1 Millionen. So, jetzt ist die Stunde der Wahrheit angebrochen. Sind wir mit den ganzen Chars durch? Wie sind beim zweiten Account overall, sagen wir mal, alle Chars? Alle Chars sind dann auch die Lowies. Oder was machen wir? Machen wir. Ich weiß gar nicht, was ich sonst drin habe. Ob ich nur die 110er drin oder nur die 120er drin habe. Komm, machen wir mal das hier rein. Nur die 120er Chars. Ich weiß jetzt nicht, ich habe nämlich noch ein paar Low. Oder machen wir mal alle Scheiß drauf. Dann sind wir bei 8,762 Millionen. 8,762 Millionen. Haben wir sogar ein gutes Plus gemacht. Und zwar, wir sind jetzt bei insgesamt 18,5 Millionen. Also 18,5 ist, denke ich mal, eine ganz gute Summe. Haben wir plus gemacht, 2,3 Millionen in den 2 Wochen. Ist auf jeden Fall jetzt wieder eine ganz gute Steigerung. Natürlich haben wir jetzt in dem Verhältnis nur 1 Million pro Woche gemacht, ne, wenn wir es da sehen. Aber es ist, denke ich mal, doch ganz nett. Gut, ich würde sagen, mit dem Betrag bin ich jetzt auf jeden Fall in der Range, wo ich mich mal umschauen kann mit dem Magic Rooster Egg. Mal schauen, ob es dann die nächsten Wochen heißt, ich bin wieder bei 0 Gold, weil ich alles auf den Tisch gehauen habe, um mir das Mount zu kaufen. Müssen wir dann auf jeden Fall mal gucken. Ja, das war es eigentlich soweit. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, mit was ihr so Gold macht, ob ihr vielleicht noch irgendwelche Vorschläge habt. Ich bin so ein bisschen überlegen, wie gesagt, ob ich mit Main ins Transmog-Business einsteigen soll. Also mit dem Transmog Craft Business, nicht mit dem normalen Farmen. Und ob ich jetzt, ich habe mittlerweile wieder so ein paar Marken, ne? Also wo haben wir sie denn? Die Ehrenabzeichen, das ist ja so unser quasi Lebenselixier, um Chars so hinzurüsten, dass sie die Rang 3 Rezepte für die Berufe haben. Ob ich hier, jetzt habe ich, was habe ich, ein 86 auf einem neuen Server nochmal ein bisschen quasi anfangen, mir ja, die Berufe hochzuziehen. Genug Chars habe ich ja. Also das sollte nicht das Problem sein. Mal gucken, ob ich da nochmal ein bisschen Gold und Marken in die Hand nehme, um quasi auf einem dritten Server noch loszulegen. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen, beziehungsweise auf den Stand bringen, wo ich jetzt mit dem Gold etwas stehe. Und ja, wenn ihr wollt, schaut ihr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.